Boah, hier ist ja voll der Aufstand. Voll nice. Sind wir hier richtig? Bin mir dann. Ja, ich glaube, jetzt bin ich mir sicher. Okay. Okay, eine Sekunde. So, okay, das müsste angenehmer sein. Ja. Ich sehe halt, abgesehen von irgendwelchen Schatten, nichts. Geht weg. Alter, ich weiß nicht wohin. Scheiße! Alter, was? Ja, hey Kollege. Ich finde mich jetzt halt sowas von überhaupt nicht zurecht. Ist das mein Camcorder? Yes! Jetzt aber schnell. Los, hieb ihn auf! Hieb ihn doch auf, was ist da los? Da ist er doch! Greif doch zu! Wieso greifst du nicht zu? Muss ich erst. Ja, was war jetzt das für eine Aktion? Ja, da ist sie. Meine gute Cam. Nein! Sie hat einen Sprung! Was? Was? Weg, 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 weg von mir! Bitte sei offen! Natürlich nicht! Hör auf, nach mir zu schlagen, ihr Pfeifen! Boah! Oh, verdammt! Oh, verdammt, die sind zu dritt! Oh, je, 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 je. Okay, mal schnell nachladen. Okay, ich suche jetzt einfach mal meinen Heiler dafür. Au! Au, au, au! Geht weg! Geht weg, geht weg, geht weg! Da, nimm doch den! Ich habe wenigstens meinen Camcorder wieder auf, wenn es ihr übelst viel Stress bedeutet. Nein. Ja. Okay, dann müssen wir hier. Alter, mit dem gesprungenen Camcorder. Boah, Alter, das war jetzt mehr Glück als. Alter, Verstand. Alter, was ist mit meinem Camcorder los? Okay. Jetzt gebe nicht nur ich den Geist auf, sondern mein Camcorder gleich mit. Aber wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Die Frage ist nur, wohin? Mit diesem Sprung. Bäh? Mit diesem Sprung im Camcorder fällt die Orientierung dezent schwierig. Ah, wir kommen jetzt hier. Das war doch hier irgendwo ein Eingang. Davon. War das hier diese Tür? Ah, hier, okay. Okay, was haben wir jetzt? Sind wir jetzt wieder oben? Ich habe 6 Batterien dabei. Wir könnten ja gar nichts. War das hier? Okay, einmal rum, einmal rüber. Ich glaube, wir sind halbwegs richtig. Kann ich direkt hier hochspringen? Ja.
Okay. Findet Vater Martin im Verwaltungsblock. Vater Martin. Alter. Cam, halte aus. Noch ein bisschen länger. Wir sind hier netto fast draußen. Na gut. Oder so. Only one way out. Only one way. Ich will aber nicht sterben. How do you know you're not a patient? Das hat er mich vorhin auch schon gefragt, der liebe Kollege hier. Juhu, wir haben unsere Cam wieder mit einem dickersten Sprung. Schau mal, wie. Alter, wie das halt voll stört. Und die dann fast die Augen weh hier. Okay, speichert. Ist das der Verwaltungsblock? Chapelle. Alter. Kann ich nicht mal die Schilder lesen. Okay. Ziemlich hell aus, das ist schon etwas. Oh Mann. Ja. Oh. Was? Nein! Was tust du denn? Oh, toll. Geh weg von mir! 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 Und jetzt mach ich hier. Oh, Alter! Die richtige Richtung! Was macht der denn da? Oh, ich kann nicht weiter zurück. Alter! Dass ich es halt wieder überlebt habe, ich kann es immer noch nicht. Haha! Ich kann es nicht glauben. Okay. Durch Zufall einen Schacht gefunden. Hey, ich grüße dich. Alter, guckt euch mal den Kopf an. Ey, das kann ich doch nicht bringen. Viereck zum Benutzen. Alter. Das ist doch einfach nicht wahr. Hier waren wir schon mal. Das ist der Anfang. Okay. I'm supposed to tell you, the key to the house of God is in the theater, behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Friends! Children! I need your help. Where are you? Yes, coming! I'm coming! Alter Reporter, du willst so hinter dem Licht. Hinter dem Licht. Was meint der damit? Hier ist kein Licht mehr. Im Kinosaal. Okay, das sieht nach Gemeinschaftsraum aus. Die macht mich übelst kirre. Okay, einmal hier. Ich frag mich, wird dieses Klavier gerade echt abge. Okay, hat sich erledigt. Oder ist es hier nur. Uah.
Okay. Boah. Es ist gleich übelst hell wird hier. Muss ich hier irgendwie nach oben? Hier durch vielleicht? Oh, das ist glaube ich der Kinosaal, oder? Okay, das sieht nach Kinosaal aus. Alter. What the fuck? Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The fumes are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... The proximity to death. To overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Think that they contacted something supernatural. Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Zur Hölle, oder? Keine Antwort? Keine Antwort. Okay. Ja, Raper, das ist wirklich übelst. Also, es ist schon auch was Besonderes hier. Heftig einfach nur. Aber auch so makaber, das ist wirklich übelst. Hier ist echt alles dabei. Er hier und er hier. Oh, entschuldigt. Alter, und dieses Geflimmere. Ein Tor öffnen. Wohin? Hier soll es doch einen Schlüssel geben, oder nicht? Ja. Na gut. Abgesehen davon, dass er schon ewig tot ist. Hier komme ich wohl nicht durch. Raper, hast du schon das Whistleblower Paket gespielt davon? Von Outlast? Also das DLC davon? Batterie. Yeah, Munition. Ihr könnt mir nichts. Scheiße. Die Gesichter. Und ich komme hier nicht rein. Ja, weiß. Alter. Okay, wenn ich hier nicht... Achso, na gut, okay. Aha. Gerade die Tür geöffnet. Mhm. Dieser Film, diese Person, die gerade gesprochen hat, war das gerade der Wernicke? Ich würde schon fast sagen, ja. Alter, wie kaputt die Kamera ist. Alter. Ich komme gar nicht mehr klar langsam. Leute, ohne Spaß. Da ist ja der Schlüssel. Wie weit müssen wir denn noch hoch? Und ich will den Vater immer noch nicht treffen.